Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Genau, Rudi, da sitzt du richtig. Immer noch der Alte. Ja, was soll's anderes sein? Keine neuen Leute, immer noch die alten Opas. Ja, genau wie bei der Deutschen Bahn, da geht es jetzt richtig vorwärts, du. Die wollen jetzt die dampfgetriebenen Stellwerke wieder einführen, ne, wegen der Umwelt. Die haben Dampflok. begriffen, die Deutsche Bahn hat begriffen, dass diese künstlichen Intelligenzen viel zu gefährlich sind, dass sie viel zu viel Fehler machen. Und Genau. bei Dampf wurde kein Fehler gemacht. Genau, da konnte man sich drauf verlassen. Da war die Bahn noch pünktlich, ne? Ja, da hat Und man auch 100 Jahre Erfahrung. genau, zurück in die Vergangenheit ist das Motto der Zukunft bei der Bahn. Also schon Respekt, muss sagen. Vorstand und Wissing leisten gute Arbeit. Vielleicht sollen wir demnächst noch mit der Dampflok fahren, oder? Ja, kann nur schlimmer werden. Also die CSU hatten wir schon durch als Verkehrsminister, die FDP auch. Was kann da noch kommen? Naja, Rudi, wie wär's? Wir zwei mit der Draisine und dann Ja, ab nach Frankfurt. irgendwie das 9-Euro-Ticket, was ja schon zu einem 49-Euro-Ticket geworden ist, also fünfmal so teuer, das muss man ja halten im Preis. Da darf dann jeder mit an. Oder Ja. jeder Passagier kriegt seine eigene Draisine. Geile Idee. Also, da müssen wir dringend mal ran. Naja, in Frankreich geht es ja auch vorwärts. Nee, vor allen Dingen, Entschleunigung, eine alte Juso-Forderung, Entschleunigung. Man muss ja nicht heute ankommen. Ja, das stimmt. Das sollte man auf jeden Fall im Auge haben. Ne? Hat der Barnier übrigens ganz klasse hinbekommen, die Entschleunigung beim Brexit, bei den Verhandlungen mit der englischen Regierung damals, Theresa May und Co. Ja. Ich muss sagen, ich bin mit der Wahl von Macron nicht unzufrieden, würde ich mal formulieren, weil die Franzosen haben ja ein ganz anderes Staatsverständnis als die Deutschen, kann man bei Barnier sehen. Der hat den Auftrag gehabt, Europa gegen diese irren britischen Austrittswünsche wasserdicht zu machen und das hat er hervorragend hingekriegt. Ja, gut, die Briten sind zwar draußen, aber die waren ja immer schon auf der Insel. Ja. Es läuft ja das Märchen, dass so 400 nach Christus die Angeln und die Sachsen ihre Fuß- und Geschlechtskranken in die Boote getan haben und dann die Nordsee rüber. Nein, Briten sind ja ganz nette Leute, wir sind ja auch verwandt mit ihnen, ja, ganz eng. Auf Von jeden daher Fall. darf man da nicht so böse sein. Das Dass stimmt. da Politiker immer wieder hochgespielt werden, wie Trumps in USA und so und Erdogans, ja. Ach. Willst du machen. Die Leute sind halt nicht besonders. Ja. Nee, ich meine, aber ich muss wirklich sagen, ich bin mit dem Michel Barnier wirklich so weit zufrieden. Ja, man muss gucken, wie er es hinkriegt, links und rechts so einbinden, dass eine ordentliche Politik für das Land rauskommt. Genau, das wird keine leichte Aufgabe, das ist ambitioniert, das steht fest, weil er ja wirklich von Mélenchon bis Le Pen ja, Spielkameraden Kasperle-Theater oder was? hat. Müssen wir mal sehen. Ja. Ja, mal gucken. Genau. Wird interessant. Also da können wir noch einige Sachen drüber reden in der nächsten Zeit. Aus Deutschland kommt ja nicht besonders viel, außer dass es wohl mit dem Asylsagen an deutschen Grenzen wegen Basel III nicht so ohne ist. Gestern war der Bosbach glaube ich, beim Lanz oder wo war? Nee, war der Ilna. bei der Illner. Ja, war gar nicht so schlecht, was er da gesagt hat. Es ist eben so, wie es ist und es ist komplexer. Von daher Ultimatenfritze so nicht. Ne? Also da muss man dann schon mal etwas mehr verhandeln und beraten. Und dann kommt man auch zu gemeinsamen Lösungen, aber so nicht. Nee, also ich glaube auch, dass es gelinde gesagt dumm ist, was ja, der gute Friedrich Merz im Moment da betreibt. Er treibt der AfD weitere Schafe in den Stall. Die werden alle das Original wählen und werden sich nicht auf den Fritze verlassen. Kann man ja auch nicht. Haben wir ja selbst als Sozialdemokraten in den letzten 16 Jahren erlebt gehabt. Man wird immer wieder weggedrängt, ohne
inhaltliche Alternativen. Naja, also ich finde trotzdem, man muss der Polizei in München mal ein großes Lob aussprechen, muss ich wirklich sagen. Und die haben eine gute Arbeit gemacht. Aber ob die Instrumente, die die hier zur Verfügung haben, alle so toll sind? Also ich verstehe das immer noch nicht. Wenn du bei Facebook und TikTok und sonst wo überall oder kann sogar eine Regionalzeitung sein, da musst du überall irgendwo hinklicken und dann sind deine Daten bei 500, 700 Firmen, ja, einschließlich deiner IP-Adresse und sonst was. Und die staatlichen Stellen dürfen die nicht. Da ist eine Diskrepanz, eine Disparität da, die nicht gut ist für unsere Gesellschaft. Wir brauchen diese IP-Speicherung. Wir müssen doch nachverfolgen können, wo sich diese Drecksäcke aufhalten, wie die sich bewegen. Wenn Facebook das kann oder Google oder Tesla, Mann, warum soll der Staat da nicht ähnliche Mittel in die Hand kriegen? Immer dieses Gucken auf die staatlichen Stellen, die ja ganz böse agieren könnten gegen den Bürger. Ja, was macht dann Facebook? Ja, Macht genau. es Also gar das ist nichts, sondern eine. nur für die Milliarden für die Chefs, ja. Ja, genau. Nein, das ist so eine pseudoliberale Politik, die da auch von der FDP betrieben wird. Vorratsdatenspeicherung, EPFOI, statt die Polizei wirklich in die Lage zu versetzen, eine ordentliche Rasterfahndung zu machen, wird da blockiert. Seit Jahren wird da blockiert. Das tut niemandem weh. Und die Leute geben ja freiwillig sowieso alles her, wie du das eben schon beschrieben hast. Also ich bin da ganz anderer Meinung als unsere Granden. Da muss jetzt was passieren. Da muss was passieren und da soll endlich auch mal, ich glaube, da muss Olaf Scholz mal mit der grünen Spitze reden, weil aus deren Klientel kommen ja immer wieder diese anscheinend menschenrechtsbedingten Bedenken. Ja, die Kontrolle muss dann aber auch her. Was geschieht mit den Daten? Wer macht, bemächtigt sich derer? Wer benutzt sie wie? Natürlich, aber das kann man doch organisieren. Ja. Ja, genau. Das kann man organisieren. Das lässt sich auch rechtlich alles festschreiben. Das sehe ich als vollkommen unproblematisch an. Wir haben einen Rechtsstaat, der einigermaßen gut funktioniert, wollen wir ja mal festhalten. Die Polizei hat eine klasse Arbeit in München gemacht. Naja, mal Ja. sehen, welche Themen uns diese einseitig auf Migration festgelegte Dummschwallpolitik noch anbietet die nächsten Tage. Vielleicht ist es gar nicht, Entschuldigung, das mag vielleicht mancher nicht gerne hören, aber dass der ausgeknipst wurde so schnell, ohne dass da irgendwas mehr passierte, kann ein Zeichen sein an all diejenigen, die versuchen, sowas nachzumachen. Die Polizei kann rigoros antworten, wenn Gefahr in Verzug erscheint, und dann macht sie es auch. Ja. Ja, Das Gott ist sei Dank. Gott sei also, Dank, Rudi, und zur Zeit okay. irgendwie schon wieder durchgelaufen. Ja, wir sind schon 2 Minuten drüber und das ohne Werbepause. Ja, dann noch eine kleine Werbung für heute Abend. Heute Abend haben wir unseren Club Talk. Die URL findet ihr unten. Da geht es um künstliche Intelligenz und was die künstliche Intelligenz über uns denkt. Guckt doch einfach mal rein. Wird sicherlich spannend, ne? Ja, da wird einer von uns wird eine schöne Ausarbeitung uns präsentieren und ich bin sehr gespannt, was die KI uns erzählt über KI. Genau. Bis dann. Ciao.